So, wir machen munter weiter. Das Thema nach wie vor zusammen mit Lilian und Ewald. Qualitätsregion, wanderbares Deutschland. Und was ich gerade dazugelernt habe, im Kopf ist man ja eigentlich immer damit beschäftigt. Es geht um die Wanderwege, Ziele, die man erreichen will, wie ist der Weg ausgestellt und so weiter. Aber, Liane, es geht noch um viel, viel mehr. Es geht wirklich um die gesamte Region. Inwiefern ist das so? Genau, also man hat die Möglichkeiten, die sind ja sehr vielfältig beim Wandern, ob das jetzt eine Streckenwanderung ist wie der E1 oder ob ich eine kleine Rundwanderung eigentlich nur machen möchte. Ich muss immer super Einstiegspunkte haben, gut erreichbar, auch mit ÖPNV erreichbar. Das ist ganz wichtig in so einer Region. Und wenn einfach mal was schief geht und vielleicht wirklich mal die Sohle von den Schuhen abfällt, dann muss es auch wieder ein Geschäft geben in der Nähe, wo ich mir dann neue Schuhe kaufen kann oder mich irgendwie versorgen kann und man mir sehr schnell und wirklich gut ein Patent helfen kann. Und das ist einfach das ganze Gemenge, auch die Einkehrmöglichkeiten, Gastronomie, lippische Kulinarik, alles gehört dazu. Das muss dem Wanderer halt wirklich auf dem Weg begegnen. Und er muss sich einfach wohlfühlen in der Region. Wie wichtig ist für dich das Thema Kulinarik wegen des Laufens? Die Wahrheit ist, wenn ich gehe und wenn ich lange Wege gehe, dann möchte ich natürlich nicht alle 5 Minuten essen, es sei denn, du musst deinen Körper versorgen. Es ist natürlich auch so, normalerweise reist man an mit all den Dingen, die man braucht, auch mit dem Rucksack. Ich habe mehrere Rucksäcke auch zu Hause. Du musst Wasser haben, das irgendwo vielleicht mal eine Quelle ist. Denn so viel Wasser kann man, wenn man lange geht, eigentlich gar nicht mitnehmen. Um sich flüssigkeitsmäßig zu versorgen. Also für mich ist das wahnsinnig spannend und hat so viele Aspekte. Und ich glaube, dass das alles bei uns möglich ist, sonst hätten wir das Zertifikat nicht bekommen. Und es gibt einen wunderbaren Begriff, den du gerade genannt hast, das unverlaufbar heißt das. Was verbirgt sich dahinter? Eine Wanderregion muss einfach unverlaufbar sein. Man kann natürlich auch mal ein bisschen abenteuerlich vom Weg abkommen, aber dann relativ schnell wieder sicher auf die Markierung zurückfinden. Und das garantiert die Region Lippe. Sie ist bestens beschildert, bestens markiert, ist einfach dort gut aufgehoben. Und auch wenn mal Umleitungen vielleicht notwendig sind, weil halt Bäume gefällt werden, und das ist teilweise ja notwendig in unserer Zeit gerade, dann gibt es Umleitungen und darüber wird man informiert. Und von daher, also man soll sich wirklich einfach nur freuen auf die Zeit in der Region. Sie weiß, wovon sie spricht, weil sie das Ganze geprüft hat. Ja, genau, ich durfte selber und das mache ich am liebsten. Also wir schulen erst in der Region, wir vermitteln Wissen. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir einfach sagen, die kennen in der Region die Vorgaben und wissen alles. Und dann kommen wir natürlich zur strengen Prüfung und laufen und sind nicht nur von den Highlights wie den Externsteinen oder dem Hermannsdenkmal total begeistert, sondern auch von den kleinen Dingen, die eher so unerwartet am Wegesrand liegen. Also macht Spaß. Dass sie sich nicht verlaufen hat, sehen wir ja daran, dass sie hier ist. Ja, sie ist wieder da. Gut, wir verlaufen uns ordentlich und sind gleich wieder da mit dem dritten Teil zum Thema Qualitätsregion, wanderbares Deutschland. Auch das solltet ihr nicht verpassen.